Ein herzliches Willkommen zu Weihnachten hier in unserer schönen Hammendorfer Kirche. Ja, wir dürfen Weihnachten feiern. Vielleicht anders, aber Weihnachten darf sein. Oder ich möchte es eigentlich noch anders sagen, Weihnachten muss sein. Allein wenn ich an die Kinderaugen denke, an die Leuchtenden, die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum entdecken. Oder so manches mitsummen, wenn wir die schönen Weihnachtslieder im Radio hören. Ich lade Sie ein in diesen Gottesdienst, der ein bisschen anders ist, aber doch ein Weihnachtsgottesdienst ist. Lassen Sie sich mitnehmen von der Geschichte von Bethlehem, die Sie nachher hören und sehen werden. Und das eine oder andere Lied, singen Sie es kräftig mit. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diesen Gottesdienst. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel traten zu ihnen,
Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, das war mal ein Krippenspiel ganz anderer Art. Die Pfadfinder haben uns die Weihnachtsgeschichte erzählt. Wir kennen diese Geschichte von Maria und Josef, dem Kind in der Krippe, den Hirten auf dem Feld, dem Engel, Ochs und Esel. Ja, alles gehört irgendwie dazu. Und doch dies Jahr alles ein bisschen anders. Normalerweise würde ich hier in eine volle Kirche sprechen. Ja, sie ist nun leer. Und ich versuche, Sie zu erreichen, wo auch immer Sie dieses Video schauen werden. Und doch, Weihnachten ist. Die Weihnachtsgeschichte spricht davon. Und ich sehe so viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Als erstes natürlich der Engel, der zu den Hirten spricht: Fürchtet euch nicht. Und ich möchte gerne, dass der Engel gerade auch in unsere Zeit hineinspricht: Fürchtet euch nicht. Ja, viele von uns, auch unserer Gemeinde, sind krank, sind gestorben. Es macht Angst. Aber der Engel spricht in diese Angst hinein: Fürchtet euch nicht. Und er spricht uns zu: Auch in dieser dunklen Zeit kommt Gott. Und er kommt so wie damals nach Bethlehem. Er kommt nicht in Prunk und mit möglichst vielen Blinklichterchen, sondern in einem kargen Stall, in einer Futterkrippe. Und er kommt nicht kräftig und gewaltig, sondern hilflos als ein Baby. Und dieses Baby, es verströmt Liebe. Und das ist vielleicht etwas, was für uns auch in diesen Tagen wichtig sein könnte. Liebe, Weihnachten.
weiterzugeben. Weihnachtliche Liebe, so möchte ich es einmal nennen. Das heißt, nicht immer nur an sich zu denken. Nicht gegeneinander aufrechnen, was wir vielleicht verschenken oder geschenkt bekommen, sondern einfach füreinander da sein. Auch im Moment, wenn es nur mit Abstand möglich ist. Aber ich bin mir sicher, Sie finden Wege und Möglichkeiten, doch diese Liebe spürbar werden zu lassen. Das Telefon, der Computer, alles Möglichkeiten, auch auf Abstand, diese Liebe spürbar werden zu lassen. Vielleicht ist es Ihnen möglich, an jemanden zu denken, Kontakt aufzunehmen, zu dem Sie lange keinen Kontakt mehr hatten. Vielleicht gibt es eine Videokonferenz mit der ganzen Familie. Ich denke, Sie finden Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern. Anders, aber eben doch Weihnachten. Und dann bleibt mir nur, Ihnen fröhliche Weihnachten zu wünschen. Oder besser, frohe Weihnachten. Denn ich bin sicher, es gibt den einen oder die andere, denen es nicht fröhlich zumute ist. Die Abschied nehmen mussten von einem lieben Menschen oder selber krank sind oder in Sorge. Ich wünsche Ihnen, dass Sie doch irgendwo in einer Ecke dieses Frohmachende finden. Dass Sie auch selber sagen können, ja, es waren trotz alledem frohe Weihnachten. Fürchte dich nicht, denn Gott kommt zu dir. So stehe ich hier an der Krippe. Mit dem Bewusstsein, Gott kommt zu mir. Ich stehe an deiner Krippen hier, so heißt das Weihnachtslied, dieses wunderschöne Weihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippen hier, du mein Leben. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Er lädt uns ein, Gott zu begegnen in der Krippe von Bethlehem. Und Gott können wir in ganz besonderer Weise begegnen, wenn wir miteinander beten, wenn wir die Hände falten und unseren Sinne zu Gott hinwenden. Dann können wir ihm begegnen. Und dazu lade ich Sie jetzt ein. Ich spreche ein kleines Gebet und wenn Sie wollen, können Sie auch die Hände falten und mitbeten. Und im Anschluss können wir alle gemeinsam das Vaterunser beten. Und so sind wir in der Gemeinschaft. Eine große Gemeinschaft.
Lasst uns beten. Gott, ich stehe an deiner Krippe hier. Komm zu uns. Wir haben Angst, wenn wir die Zahlen hören von Verstorbenen und Infizierten. Immer näher rücken die Nachrichten, der ist erkrankt, der ist infiziert, der liegt im Krankenhaus. Sei du bei uns. Lass den Engel auch uns sagen, fürchte dich nicht. Schenke uns, dass wir Weihnachten feiern können, dass das Licht uns leuchte. Hilf uns entdecken, wo diese frohe Botschaft uns erreichen kann. In den leuchtenden Kinderaugen, in dem guten Telefonat mit der Verwandtschaft und der Familie, in dem guten Essen, das wir miteinander teilen. Und gib uns die Hoffnung, dass du mitten unter uns bist. Lass uns Weihnachten feiern. Lass uns feiern, dass du in diese Welt kommst, als Mensch. Dass du uns verstehst in unserer Angst und in unserer Sorge. Und dass du mit uns feierst und Freude empfindest. So legen wir das in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht unter den Segen Gottes in diese Weihnachtstage. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund, bleiben Sie bewahrt in Gottes Liebe. Und am Schluss eines Weihnachtsgottesdienstes muss natürlich das Lied O du Fröhliche stehen. Wir werden den Text einblenden und ich lade Sie ein, singen Sie kräftig mit. O du Fröhliche, frohe Weihnachten.